Gerade in Krisenzeiten ist es oft vonnöten, sich neu auszurichten oder auch sein Leben ein bisschen zu überdenken. Und eine Hilfestellung dabei soll jetzt das neue Buch von Thomas Brezina liefern, die 7,7 Geheimnisse des Glücks. Und Thomas Brezina ist jetzt bei uns. Schön, dass du da bist. Freut mich. Hallo. Danke für die Einladung. Es geht ums Glück im Buch, das ja schon der Titel impliziert. Wie finde ich es denn, das Glück? Also schau. Das Bild, das ja viele haben, ist, dass Glück etwas ist, das wie so ein Greifvogel über uns kreist und dann ab und zu herunterstößt. Und das, was ich in diesem Buch zeige, ist, das Glück ist etwas, das ist in uns. Das ist etwas, das gepflegt werden will, das gehegt werden will, das erkannt werden will. Und wir können uns auch zu unserem eigenen Glücksbringer machen. Mhm. Und auf diese Art und Weise auch mehr ins Leben ziehen. Aber glücklich sein ist oft ganz anders, als es sich viele vorstellen. Weil? Weil viele nicht einmal wissen, was sie glücklich macht. Mhm. Das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt, sagen zu können, was macht mich glücklich. Und zwar jetzt nicht, ich gehe, jetzt kaufe ich was und dann bin ich 10 Minuten glücklich und nach einem Tag ist es schon wieder langweilig geworden, sondern was macht mich eigentlich 2 Jahre, 3 Jahre sicherlich glücklich? Was sind die Sachen, die ich mir im Leben zutiefst wünsche? Das einmal zu erkennen, ist schon ganz wichtig. Also das erste Kapitel heißt, frustriere nicht die gute Fee. Denn wenn sie kommt, sollte man schon sagen können, die 3 Sachen, die 3 Jahre lang glücklich machen. Also mach dir die gute Fee zum Freund quasi. Ja, und vor allem sei vorbereitet. Und wenn man das weiß, das allein ist schon eine ganz, ganz große Hilfe, dann auch die Dinge ins Leben zu ziehen oder auch manchmal zu sehen, die dabei hilfreich sein können. Das zu verwirklichen. Sehen wir die Dinge auch oft nicht, die uns eigentlich glücklich machen oder auch Kleinigkeiten, die uns glücklich machen könnten? Das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Und jetzt muss ich etwas dazu sagen, auch ich habe das lernen müssen. Also das, was ich in diesem Buch beschreibe, sind nicht Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Dinge, die ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, ausprobiert habe und die für mich funktioniert haben. Und die habe ich eben zusammengefasst in diese 7,7 Geheimnisse. Ein Geheimnis heißt, pflanz dir deinen Garten des Glücks. Und da geht es darum, stell dir vor, du pflanzt einen fiktiven Garten im Kopf. Und die Wiese und die Blumen, das sind lauter kleine Momente, die glücklich gemacht haben. Und wenn man da mal zurückdenkt, kommt man drauf, wie viele es da gibt oder Fotos zum Beispiel durchschaut. Mhm. Und die Büsche sind die Ereignisse im Leben, die glücklich gemacht haben. Bestandene Prüfungen, du lernst die Liebe deines Lebens kennen, du heiratest, ein Kind, die erste Wohnung. Das sind ja alles große Büsche und die Bäume rundherum, das sind die Menschen, die wirklich wichtig in deinem Leben sind. Und wenn du dir das einmal vorstellst, so einen Glücksgarten dir vorstellst, dann kommt man drauf, wie viel Glück man eigentlich schon hat. Mhm. Und in Zeiten, wo man verzweifelt, und das tut jeder, ich genauso, ist es dann ganz angenehm, sich diesen Garten immer wieder vorzustellen und in Erinnerung zu rufen. Das gibt Kraft und auch Mut, dass es weitergeht. Also auch wenn es einem mal vielleicht nicht so gut geht, über kurze oder auch längere Strecken einfach mal zurücklehnen und sagen, was hat mich denn bisher wirklich glücklich gemacht im Leben? Ja. Auch ein bisschen reflektieren, oder? Das ist schon wichtig auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich sage ja auch, so einen Glücksgarten, so eine Art Glücksgarten kannst du ja nur mit Fotos im Handy anlegen. Mhm. Einen eigenen Ordner und sich das immer wieder durchschauen. Man glaubt es nicht. Also es war so in dieser Corona-Zeit jetzt, ich war auch die ganze Zeit natürlich zu Hause. Als Schriftsteller ist das für mich normal. Mhm. Aber was nicht normal ist, dass du halt gar nicht weggehen kannst. Nicht ins Caféhaus, nicht Freunde treffen, nicht unter Menschen gehen. Und wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Und als das dann, dieser Lockdown eben zu Ende war und ich diese Fotos durchgeschaut habe, dann bin ich draufgekommen, oh, da ist vieles eigentlich, haben wir besser gemeistert oder das sind sogar einige lustige Erinnerungen, wie man sich geholfen hat und die Haare geschnitten hat zum Beispiel und so weiter. Und das tut gut. Ich habe durchgeschmökert, ich habe es nicht ganz gelesen, aber so ein paar Sachen sind da bei mir auch hängen geblieben, wo du auch selbst sagst, du hast selbst mindestens 6 Mal in deinem Leben schon einen Neustart gemacht. Mhm. Kann man auch in Sachen Glück dazulernen? Ja, na absolut. Also alle Menschen, die ich so beobachtet habe oder kennengelernt habe, die ich als Menschen bezeichnen würde, die glücklich sind, weil sie ihr Leben meistern, lernen immer dazu, bis zum letzten Atemzug. Und sie wollen das auch. Und auch in Sachen Glück kann man immer dazulernen. Man muss sich ja nur umschauen. Menschen, wo man sagt, der hat aber so ein Lächeln, so ein beruhigtes Lächeln. Wie macht der oder die das? Mhm. Na, dann stelle ich die Frage und schon kann ich was lernen. Ein Satz ist mir auch noch hängen. Ich habe ihn dann notiert, damit ich ihn nicht falsch wiedergebe. Und zwar, Leute, die tatenlos darauf warten, mag es nicht. Das Glück. Ja, das Glück, ja. Das Glück mag Aktion. Also ich sage, wer sich in den Warteraum des Glücks setzt und glaubt, es wird da eintreffen wie die Züge am Bahnhof. Nein, das Glück mag das nicht. Das Glück mag
dass du eine Vorstellung hast, was du gerne möchtest und dass du in Aktion trittst. Du kannst nicht alles erzwingen. Du kannst nicht ständig tun, tun, tun. Überhaupt nicht. Aber sich klar überlegen, was kann ich tun, was macht Sinn, Schritte setzen. Die mag das Glück und dann kommt es einem auch gerne entgegen. Wie hast du die letzten Wochen so erlebt? Gibt es für dich jetzt auch vielleicht einen Blick auf die Welt, der jetzt ein bisschen anders ist als noch davor? Naja, der Blick auf die Welt ist ganz einfach, dass meine Dankbarkeit für vieles, was ich im Leben schon erleben konnte, machen konnte, wie ich leben konnte, diese Dankbarkeit ist noch wesentlich größer geworden. Und auch die Verbundenheit zu Menschen ist eindeutig größer geworden, weil ich einfach gesehen habe, wie andere genauso unter Schock stehen oder auch unter diesen Einschränkungen natürlich leiden, wie man dann versucht, das zu überbrücken und Skype-Treffen einrichtet, wo man eben auch gemeinsam was trinkt, sogar isst auf diese Art und Weise, um etwas zu machen. Und da merkt man dann auch, mit einigen Menschen hat man ein so gutes Verständnis, dass es selbst auf diese Art und Weise gut geht. Das schätze ich schon sehr. Und da muss ich sagen, das alles noch mehr zu pflegen, ist mir besonders wichtig. Hat uns das in Sachen Glück auch, glaubst du, ein bisschen was gelehrt jetzt auch oder gelernt in den letzten Wochen? Ich glaube schon. Denn ich glaube, also wirklich, Dankbarkeit ist eine der wichtigsten Glücksübungen überhaupt. Weil wenn du erkennst, wofür du dankbar sein kannst, erkennst du ja, was sich schon alles Gutes in deinem Leben getan hat. Und also bitte, wenn wir jetzt vergleichen, wenn wir jetzt sehen, wie unser Leben plötzlich aus der Bahn geraten ist, dann sieht man schon, wie viele gute Sachen wir auch erlebt haben. Und mit den Sachen, die uns jetzt erschrecken, also auch mit den allen wirtschaftlichen Themen und so weiter, damit jetzt fertig zu werden, ist eine ganz große Aufgabe. Aber sich immer wieder vor Augen zu führen, dass es eben sehr, sehr viel Gutes in unserem Leben gibt, ich halte das für wichtig. Und für viele ist es ja auch wirklich so, dass sie sagen, das war so ein großer Einschnitt und viele Pläne, die sie gemacht haben, sind über den Haufen geworfen worden. Gut, ich erinnere mich daran, dass ich sage, warum so lange Pläne immer machen? Besser schauen, dass ich Dinge umsetzen kann, so bald wie möglich. 7,7, warum diese Zahl? Es sind in Wirklichkeit 8 Geheimnisse. Ja. Das 8. aber ist aus meiner Sicht wirklich das Wichtigste. Das ist so eine Art Schutzanzug, um das eigene Glück zu bewahren und gleichzeitig auch um Dinge, die da von außen auf uns zukommen, die wir oft gar nicht so bemerken, abzuwehren. Und damit man sich an dieses Geheimnis leichter erinnert, habe ich ihm die Nummer 7,7 gegeben. Weil an was Geheimnis Nummer 4 oder 5 oder sowas ist, das vergisst man leicht. Aber 7,7 merkt man sich. Und es ist das Wichtigste und man soll es ganz am Schluss lesen. Ich habe es sogar im Buch versteckt, damit man es nicht so schnell finden kann. Okay, wir wollen es auch nicht vorwegnehmen. Natürlich nicht, du wirst es auch nicht vorwegnehmen. Die 7,7 Geheimnisse des Glücks. Thomas Brezina, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke. Es war eine Freude. Danke.